Ha, daneben! Daneben, daneben! So, hier sind zwei Fäden drin. Da, die Lümmel haben die. Ach du, ein Feuer. Komm. Ach da. Oh. Der Typ sieht aus wie eine Lady. Wo waren bitte? Achso, bei Simpsons. So, okay, und jetzt heißt es Bump hochfahren! Oh, Kniescheibe! Ah. Du bist was hochgerotzt. Wir gehen von hier aus. Ich habe keine Magie hier. Oh, doch, cool. Stimmt, da habe ich mir ja gerade noch gesnackt. So, weil mit dem Hauptteil sind wir jetzt fertig. 10 Minuten noch. 12 mit dem Gegner. Ich sag auch einfach so willkürlich Zahlen. Könnte auch alles falsch sein. Was guckst du mich so an? Nein! Nix! Na, wir gehen dann auch hier links wieder raus. Weil das einfach sinnvoller. Das hätte jetzt doof rausgehen können. Wusch! B! Nummer 11? Nummer 13! Zwei hier noch. Eine weiß ich. Hä? Ich bin verwirrt. Ah, ich bin auch verwirrt von daher. Und einmal hochfahren, bitte. Hey, wisst ihr, was wir machen sollten? Wir sollten mal wieder speichern. Danke, dass ihr mich daran erinnert. So, da unten, das ist nur zur Verwirrung. Das benutzen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Weil wir gute Gamer sind. So, oh nein, jetzt ist da diese Riesensäule. Was sollen wir nur hart tun? So, hier in dem gesamten Raum ist noch ein oder zwei. Ich wollte schon sagen, hier noch eine drin. Sieht so bedeppert aus. Ich glaube wohl nicht. Wenn die Haare nämlich funkeln, dann heißt das, hier ist noch eine. Ja! Okay. Ruhe! Ein bisschen peinlich. In dem Ding hier hinten habe ich das nicht kaputt gemacht. Ah, ich bin so doof, ich sehe es doch. Hey, du! Raus aus deinem Versteck! Oh mein Gott. Hehe. Sniped. So, dann sind wir gleich fertig. Das sagst du jetzt schon zum 8. Mal. Mach endlich fertig. Ich habe keine Magie, um da oben was hinzuschießen. Krieg ich hier irgendwo Magie? Nee, shit. Ha! Das war knapp. Ach, weg da. Wo sind meine Hasenohren? Mann, oh Mann. Oh, ich bin sehr zufrieden, dass wir das mit der Hunde-Ranch schon hingekriegt haben. Hätte ich echt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. So, und jetzt haben wir hier diese blauen Dinger weg. Bums.
Yay, da freue ich mich doch, Kenji. Oh, aber nicht mit so einem traurigen Gesicht. Das tut mir echt leid, ey. Ist eine Kacksituation, wirklich. Muss auch nicht hier bleiben, wenn dir dann jetzt nicht mehr nach ist. Wirklich nicht. Wenn dir lieber nach schlafen oder so ist, machen. Das war gefährlich. Wusa! Ups. Nachher mit seinen fetten Händen. Meine fette Faust und meine fetten Faust in der fetten Faust. Komm ich da hoch? Ich glaube schon. Yes! Also, und jetzt brauchen wir diese offene Lücke, wo... Da! Seht ihr das? Das ist sehr auffällig. Da müssen wir hin. So, komm. First try! Ja! Geschafft! Alle Feen haben wir gesammelt. Oh, ich hätte mich einfach zum Deko machen sollen, ja? Nein, jetzt bin ich ausgerechnet an dieser Ecke gelandet. Good job, dankeschön. Au, Mann. Fällt mein Gegen. So, der nächste Tageszyklus, drei Tageszyklus wird erstmal dafür benutzt, so Zeit-Stuff zu holen. Also Pferd, Herzteile, noch mehr Zeug, was mir gerade nicht einfällt. Aber was wir auf jeden Fall noch schaffen müssen, ist das Powder Kick. Jetzt macht nicht aus dem Weg. Ich will die Magieflasche. Hier, ich. Na, jetzt kommen wir dann zum Boss gleich. Wir müssen noch einen Dreiviertel-Boss sozusagen machen. Aber das haben wir gleich geschafft. Max, warum wird denn das Bild immer so dunkel? Ja, weil ich immer was checke. Ob noch alles läuft. Nicht, dass ich hier seit einer halben Stunde mit mir selber rede. Und Stefan auf einmal nicht Bescheid sagt. Stefan, was sagst du zu dem Spiel? Na, jetzt müssen wir da unten rechts noch hin. Shit! Das habt ihr nicht gesehen. Ich bin viel zu früh. Ich habe überhaupt nicht mehr nachgeguckt, ob das richtig ist. Ich habe einfach gedacht, wow, das ist schon lang genug. Shit! Okay, in 6 Minuten haben wir den Dungeon gleich fertig. Mach's doch mal. Das hat er jetzt nicht gemacht. Oh, was will gar nicht. Stefan, wie findest du das Spiel? Was sagst du dazu? Seit wir uns kennen, sage ich dir, du musst das mal spielen. Oder hast du schon gespielt? Mittlerweile. Okay, so. So, jetzt aber mit den roten Punkten. Bam, bam, bam. Da, der Lümmel. Ich bin schon wieder da. Der alte Sack. Reicht das schon? Hat nicht geklappt, schade. Manchmal treffe ich ihn da genau drin und dann kann ich ihn mit dem Schwert andauern so was. Einfach schlechtern. Hat jetzt nicht geklappt. Jetzt hier ist er. Hiya! Warum nicht, wenn ich so hab? Machen wir Schaden. Ah, danke! Nein, er hat mich voll erwischt. Ah, er hat mich schon wieder voll erwischt. Und das war's mit dir. So, zur Tür. Ich meine, wenn ich so hab, dann kann ich es auch benutzen. Ran.
Meinst du nicht? Ja, und deine Magic, ach, die, da muss man sich keine Sorgen drum machen. Gleich beim Boss kriegen wir eh andauernd genug Magic. So, was wollten ihr? Wollt ihr, dass der Deku überfahren wird? Link oder der Barone? Sagt mal schnell was. Ja, aber du musst mir sagen, ob die Post, ob das nervt oder nicht, weil sonst lasse ich es einfach. Okay. Ich denke nur pragmatisch. Max, das ist das falsche Wort. Mir egal. So, jetzt haben wir dann gleich Tempel Nummer 2 fertig. Auf zum Boss! Aber wenn du sie dir anguckst, die Dinger, dann siehst du, wie toll ich sterben kann. Guck, wieder Magie, von daher ran. Pfeile wechselt, kostet Zeit. Na, mein Gott, das wäre jetzt nicht die Welt gewesen, aber... So, wir lassen mal den Deku überfahren. Ich hoffe, ich krieg das hin. Hey, Deltas, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch noch mit dazu kommst gerade. Da freue ich mich sehr. Halt, ich möchte gerne einmal... Hey, wer hat mich aus meinem Schlaf geweckt? Warst du das, kleiner Laubkerl? Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Dich krieg ich. Und da ist der zweite Bossgegner, Stählerner Albtraum Go. So, manchmal hat man Glück und kann ihn richtig easy besiegen. Wir gucken, ob wir das hinkriegen. Okay, hat nicht geklappt. Manchmal bleibt er nämlich einfach da stehen. Okay, du willst es wohl nicht anders. Spirit-Digitation zu Corona. So, hier kommt das Wettrennen. Oh mein Gott, ich hab wieder gedacht, ich könnte einfach loslassen. Ich habe diese Version echt so lange nicht mehr gespielt. Das gibt es einfach nicht. Wie peinlich. Ja, da freue ich mich, Dave. Hier siehst du einen rasanten Bosskampf. Ihr kommt immer so, wenn es gerade losgeht. Deltas ist da, Seto kommt noch mal rein, dann kommt noch B. Wow! Und schon sind wir bei 13 Zuschauern. Ach du meine Güte! Und ich stelle mich so dumm an! Aber vor Sonnenuntergang sollten wir doch diesen Boss noch fertig kriegen, oder? Leute, klar. Fatz! Und da fährt der Schumi dem anderen ein rein, wie bei Herkules. Geblitzt ihn. Dave, du kannst nicht immer dasselbe Zitat anzeigen lassen. Ich finde das allein, weil ich da so hinschreiben habe lassen und berechnet Zitat, das finde ich schon so lustig. Wirklich, ich kann, wenn ich das sehe, ich denke mir, Alter, Max, das war nicht schlecht. Und wie ich das kann, Mann! Ja, weiß ich. Ich freue mich auch richtig, dass ihr einfach zuschaut, einfach mit dabei seid. Ihr müsst ja nicht schreiben, ist ja wie wenn man bei YouTube keine Kommentare oder so schreibt. Einfach angucken, das ist ja schon eine Menge. Und wenn ihr dann nochmal reinkommt, da freue ich mich auch nochmal extrem drüber. Erstmal mit dem Ding Bohr angehauen. Und Angriff! Alter, er hat einfach den Stalaktiten oder was das war angegriffen. Alter, jetzt pupst er auch noch Bomben. Und da haben wir ihn geschafft. Sehr schön. Boss Nummer 2 gelegt. Jetzt sind wir rechnerisch bei der Hälfte vom Spiel, würde ich sagen. Alles gut, Dave. Da muss man sich überhaupt nicht für rechtfertigen. Keine Sorge. Ah, da vorne sieht's doch schon. Ja, da ist mein Herz.